Durch das entsprechende Marketing denken wir heute beim Thema Klimaschutz an hochmotivierte Wissenschaftler unterschiedlicher Ethnien in Labors oder in der freien Natur. Wir denken an vegane Tesla-Fahrer, an sozialistisch militante Aktivistinnen wie Greta Thunberg und an die neue Generation grüner Politiker wie Annalena Baerbock und Robert Habeck. Und dann denken wir noch an honorig wirkende Bürokraten der Vereinten Nationen und des IPCC, die von babyblauen Fähnchen umringt in großen Sitzungssälen die Interessen der Völker vertreten sollen, statt Interessen einzelner nationaler Regierungen. Blickt man aber hinter dieses Marketing, um zu sehen, wer wirklich die Klimaforschung aufgebaut hat und bis heute kontrolliert, finden wir weiße, alte, adelige Anführer des angloamerikanischen Imperiums, Rüstungsfirmen und Generäle. Alle zentralen Organisationen der Klimaforschung haben diesen militärischen Hintergrund. Das UK Met Office, das Hadley Center for Climate Prediction, die Climatic Research Unit, NOAA und NASA. In einem bewachten Keller berechnet das UK Met Office, das bis 2011 offiziell zur Luftwaffe und dem Verteidigungsministerium gehörte, auf einem Supercomputer vom Hersteller Cray, der auf die Codebrecher der US-Marine zurückgeht, mit einer Software des Hadley Centers, das Klima der Zukunft. Die Ergebnisse der Simulation werden dann durchgereicht an das Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC. Der Hauptautor der ersten drei großen Sachstandsberichte des IPCC, der geadelte Sir John Theodore Hewton, war der Vorsitzende des UK Met Office und Gründer des Hadley Centers, das die Software liefert für genau die Klimaberechnungen, die der IPCC verwendet. Sir Hewton wurde im Jahr 2000 auch ein Trustee der Stiftung des Öl- und Gaskonzerns Shell, der auf den Hochadel zurückgeht. Diese Stiftung erklärt, wohltätig zu sein und nichts zu tun zu haben mit den Ölprofiten, geriet aber in Verdacht, einen britischen Minister bearbeitet zu haben, im Hinblick auf ein Multimilliardengeschäft namens Sakhalin 2. Das Bekenntnis, den Klimawandel bekämpfen zu wollen und dafür den CO2-Ausstoß zu reduzieren, ist leicht dahingesagt. Das politische Streben nach Klimaneutralität richtet sich nach dem neuesten Sachstandsbericht des IPCC, der eine Zusammenfassung sein soll von 14.000 wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Der Konsens unter Wissenschaftlern sei nahezu 100%. Für viele Normalbürger bietet dies Halt in einer chaotisch wirkenden Welt. Es bietet Identität, einen Sinn und eine kollektive Aufgabe unserer Zivilisation. Endlich einmal habe man Gewissheit statt divergierender Meinungen. Die einzigen, die den Klimawandel durch menschlichen CO2-Ausstoß noch leugnen würden, seien wissenschaftsfeindliche Trottel, Vertreter des rechten politischen Lagers und Agenten der Ölindustrie. Sozialisten sind normalerweise die ersten, die sich lauthals beschweren über den Einfluss der NATO. Komischerweise ist es den Linken nicht gelungen, den eindeutig militärischen Hintergrund der Klimaforschung zu realisieren und an die Mitmenschen zu kommunizieren. And I want to bring out on this stage Alexandria Ocasio-Cortez! Der linke Autor und Filmemacher Michael Moore landete 2001 seinen Durchbruch mit dem Buch Stupid White Men. Am meisten Aufsehen erregte das erste Kapitel über den Wahlbetrug der Republikanischen Partei, um George W. Bush ins Amt zu bringen, anstelle des Demokrats Al Gore, der sich später dem Thema Klimaschutz widmete, den weltberühmten Doku-Film An Inconvenient Truth veröffentlichte und sich den Friedensnobelpreis teilte mit dem Klimarat IPCC. Für das linke Publikum wurde das Bild gezeichnet einer massiven rechten Weltverschwörung, die nur durch massiven linksgrünen Aktivismus und durch Klimawissenschaft zu bezwingen sei. Die Republicans hatten haufenweise Afroamerikaner und andere traditionelle Wähler der Democrats von den Wählerlisten gestrichen und weitere Tricks angewandt, damit Stimmen für die Democrats als ungültig verworfen wurden. Bereits beim Amtsantritt 2001 äußerte Präsident Bush seine Ablehnung gegenüber dem Kyoto-Protokoll der Vereinten Nationen, das völkerrechtlich verbindliche Zielwerte für den CO2-Ausstoß vorsah.
Die Republicans standen traditionell den Öl- und Gaskonzernen nahe und diese Seilschaften kultivierten im Hintergrund auch Organisationen und Medien bis in den rechtsextremen Bereich hinein, inklusive klassische Verschwörungsmedien in der Tradition der John Birch Society. Das rechte Narrativ lautete im Prinzip, dass Klimaschutz nur die miese Taktik einer linken Weltverschwörung sei, um die Macht an sich zu reißen. Because as you've said many times, we're winning the intellectual battle, but they're still bureaucratically in charge and they just don't care. They're rolling forward. How is Trump affecting that? Because we've got Trump turning the coal back on, all these great things, but then we've got Ivanka, who I didn't elect, God love her, hanging out with Merkel and saying, I'm going to get daddy to stop this. And of what's happening there, I firmly believe that Donald Trump is going to do the right thing, keep his campaign promise and keep his political philosophy. Man hätte erwarten können, dass Michael Moore sich ausführlich dem Klimathema widmen würde, aber stattdessen machte er darum seltsamerweise einen großen Bogen. Erst 2019 erschien der von ihm produzierte Film Planet of the Humans mit dem Regisseur Jeff Gibbs, der einen humorlosen, drögen Stil pflegte. Obwohl der Film kostenlos auf YouTube gepostet wurde, erreichte er nur 11 Millionen Aufrufe, also den kleinen Bruchteil eines populäreren Musikvideos, oder ungefähr so viel wie ein erfolgreicher Zusammenschnitt lustiger Tiervideos. Was war passiert? Warum wurde Planet of the Humans ein Flop, während Al Gores Film ein Hit war und auch unzähligen Schülern auf der Welt gezeigt wurde? Der Grund für die flaue Reaktion war, dass der Film von Moore und Gibbs sich darum drehte, dass Megakonzerne und Banken längst die grüne Bewegung weggekauft hatten und dass die grüne Bewegung sich dahingehend selbst und andere Menschen belügt. Ökoaktivisten und grüne Lobbygruppen haben sich eingelassen auf suspekte Milliardäre, Konzerne und große Familienstiftungen. Der ehemalige Goldman Sachs-Vertreter David Blood wünschte sich tausende Milliarden Dollars an grünen Investments für gigantische Profite. Bevor Al Gore seinen Film Eine unbequeme Wahrheit veröffentlichte, plante er mit David Blood einen Umweltinvestmentfonds. Diverse grüne Fonds halten Beteiligungen an Bergbauunternehmen BlackRock, Halliburton, Exxon, Chevron, Gazprom und so weiter. Die Reaktion der linksgrünen Kreise auf den Film von Moore und Gibbs war ablehnend bis feindselig. Der berühmte Klimaforscher Michael Mann hielt Moore sogar für eine Art Verräter, der übergelaufen sei zur rechten Weltverschwörung. Also würde man doch erwarten können, dass Moore auch die militärischen Hintergründe der Klimaforschung enthüllt. Tut er aber nicht. Der Kernaspekt der Klimaforschung wird konsequent vermieden, umschifft oder ist den Filmemachern überhaupt nicht bekannt, obwohl er grundsätzlich sehr einfach dokumentiert werden kann. Moore ist sich doch absolut sicher, dass der IPCC die Wahrheit sagt und dass der wissenschaftliche Konsens bei nahezu 100% liegt. Also was soll denn das Risiko sein, in einem bissigen, witzigen Dokufilm den militärischen Hintergrund zu dokumentieren und die Forderung zu stellen, dass Klimaforschung wirklich zivil und international wird? Fürchtet er, dass die Menschen nach solch einem Film dann der Klimaforschung zu stark misstrauen? Entweder hat sich Moore fahrlässigerweise nie die Mühe gemacht, die Geschichte der Klimaforschung aufzuarbeiten, oder er vertraut lieber zähneknirschend dem UK Met Office, NASA und NOAA, als dass er den Bürgern der USA zutraut, auf der Basis von vollständigeren Informationen politisch zu agieren. Was ist mit den bekannteren Zweiflern am Klimawandel, wie etwa Anthony Watts und seinem weltweit führenden Blog? Auch hier findet man praktisch nichts zum militärischen Hintergrund der Klimaforschung. Bei einem weiteren populären Blog namens Climate Audit von Steve McIntyre ergibt eine Suche nach Begriffen wie Military keine relevanten Ergebnisse. Man findet zwar erhebliche Kritik an den Daten und dem Gebaren vom UK Met Office, NASA und NOAA, aber das war es dann auch schon. Man könnte seit 10 Jahren ein regelmäßiger Leser des Blogs sein, ohne jemals zu erfahren, was hinter der Klimaforschung steckt. Ein sehr prominenter Skeptiker ist auch der republikanische Senator James Inhofe, ein Mitglied des United States Senate Committee on Armed Services, ein Ausschuss für die parlamentarische Kontrolle des US-Verteidigungsministeriums. Er fand den Skandal um die Folterungen von Gefangenen in Abu Ghraib übertrieben, förderte die Verabschiedung des Rekordverteidigungsetats von 716 Milliarden Dollar im Jahr 2019 und wollte den Weg ebnen für neue massive Sanktionen gegen den Iran.
Er gilt als der konservativste Abgeordnete im US-Kongress. Und in seinem Buch The Greatest Hoax – How the Global Warming Conspiracy Threatens Your Future verrät er nichts über die Dominanz des Militärs bei der Klimaforschung. Als Inhofs Director of Communications diente Mark Moreno, der selbst zu einem der bekanntesten Klimawandelskeptiker wurde und auch für das Senate Environment and Public Works Committee der Administration von George W. Bush arbeitete, als Director of Communications. Auf Morenos Webseite climatedepot.com findet man ebenfalls nichts Erhellendes über die militärische Geschichte der Klimaforschung. Sein neues Buch heißt Grüner Betrug und hat eine Politikerin der Democrats auf dem Cover. Klimaschutz sei eine linke Verschwörung und das Aufdecken und Zurückdrängen dieser Verschwörung sei konservativ. I've got a chart here for the 4th of June at 0700 and this was the chart that was used to make the decision as to whether to have D-Day on the 5th of June. The first thing you can notice from the chart is that it's got a lot of observations from Germany. So it's fairly obvious that we'd already broken the German code for weather observations and were able to use those in our forecasts. So this was the indication to the forecasters that better conditions were likely to come on the 6th. They would still be quite marginal conditions for things like strong winds, visibilities, and also the waves, because we know that the waves had already been stirred up by this system. But the conditions would be marginal, but they possibly would be able to go. And this was the forecast that was reported by Stagg to the commanders. Es war letztendlich ein Meteorologe, der den Untergang Nazi-Deutschlands besiegelte. Kein Politiker, kein General, kein Codebrecher, kein Meisterspion, sondern ein Wettermann namens Captain James Stagg. Für die gewaltige Invasion der Normandie, Codename Operation Overlord im Jahr 1944, benötigten die Angloamerikaner halbwegs akzeptables Wetter für über 150.000 Truppen, 7.000 Boote und für die Kampfflugzeuge. Monatelang hatten Wetterexperten analysiert, wann dort an der Küste das Wetter höchstwahrscheinlich geeignet sein wird, und auch im letzten Moment waren es die Meteorologen, die den US-General Eisenhower wegen einer aufziehenden Wetterfront davon überzeugten, den Angriff um einen Tag auf den 6. Juni zu verlegen. Nur bei Ebbe würde man aus sicherer Entfernung erkennen, welche Verteidigungsmaßnahmen die Nazis im Wasser installiert hatten. Es durfte nicht zu viel Wind wehen und Wellengang geben, damit die Infanteristen von den Booten aus die Küste erstürmen konnten. Die angloamerikanischen Luftwaffe-Divisionen brauchten Mondlicht, um die Ziele für Bombardements zu sehen und um Fallschirmjäger loszuschicken. Wäre der Termin geplatzt wegen dem aufziehenden Unwetter, wäre die nächste Gelegenheit erst Wochen später gekommen und in dieser Zeit hätten die deutschen Verteidigungsmaßnahmen theoretisch so weit voranschreiten können, dass die Amerikaner dann bei ihrem Versuch einer Invasion gescheitert wären. Ebenso bestand die Gefahr, dass die Deutschen herausfinden, wo die geplante Invasion stattfinden würde. Es gab sogar Befürchtungen bei den Alliierten, dass man sich im Falle des Scheiterns aus Europa zurückziehen und Friedensverhandlungen mit den Nazis beginnen müsste. Der britische Admiral Sir Bertram Ramsay, der bereits die eingekesselten britischen Truppen bei Dunkirk evakuiert hatte, leitete Operation Overlord. In den Wochen zuvor war das Küstenterrain 3200 Mal überflogen worden, um es genauestens zu fotografieren. Der ranghöchste an der Planung beteiligte Meteorologe war der Brite Captain James Stagg von der Luftwaffe und ohne seine dringende Empfehlung, die Invasion am 6. Juni zu versuchen, wäre die gesamte Operation Overlord womöglich gescheitert. Als Dank bekam er manche der höchsten Orden des britischen Kolonialreichs und wurde Mitglied der elitären adeligen Wissenschaftsvereinigung Royal Society. Der deutsche Generalfeldmarschall Erwin Rommel hatte die Aufgabe gehabt, die Küste abzusichern und verließ sich auf die Vorhersagen des Meteorologenzentrums im besetzten Paris, laut denen 2 Wochen stürmisches Wetter bevorstünden. Es gab im Vorfeld einen richtiggehenden nordatlantischen Wetterkrieg, um die bestmöglichen Daten für den Nordatlantik und die arktischen Ozeane. Deutschland und die Alliierten setzten Wetterschiffe, Wetterstationen und Flugzeuge ein. Die Operation Haudegen der Nazis etablierte auf der Inselgruppe Svalbard im Nordatlantik Wetterstationen. Die Alliierten versuchten mit Operationen wie Gauntlet zu verhindern, dass die Deutschen von dort Wetterdaten erhielten.
Bis zum August 1941 hatten die Alliierten deutsche Wetterstationen in Grönland, auf der Jan Mayen-Insel und auf der Bäreninsel vernichtet. Der britische Meteorologe Captain James Stagg wurde Präsident der Royal Meteorological Society und diente im weiteren Verlauf seiner Karriere als ein Direktor am britischen Meteorological Office, das später dann die Arbeitsgruppe des UN-Klimarats IPCC beherbergte und zudem noch das überaus einflussreiche Hadley Center für Klimavorhersagen und Forschung. Ab 2001 zog die IPCC-Arbeitsgruppe um zur amerikanischen Atmosphären- und Ozeanbehörde NOAA. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde das Met Office Teil des Air Ministry, also des Ministeriums, das die königliche Luftwaffe verwaltete. Erster Direktor des Air Ministries war Harold Harmsworth, der First Viscount Rothermere, Mitglied des britischen Kronrats und Zeitungsverleger, dessen Blätter zeitweise für ein Appeasement gegenüber Nazi-Deutschland warben, was aber wohl nur eine Finte war, um sich das Vertrauen von Nazi-Funktionären zu erschleichen. Das Met Office hat viele seiner Beobachtungs- und Datenerfassungspunkte fürs Wetter auf Flugplätzen der Luftwaffe angesiedelt. 1990 deklarierte man das Met Office um zu einer Exekutivbehörde des Verteidigungsministeriums. 2011, also in etwa dann, als die Agenda des Klimaschutzes gewaltig Fahrt aufnahm, erfolgte auf dem Papier die Abtrennung des Met Office vom Verteidigungsministerium. Nichtsdestotrotz blieben die starken Verbindungen zum Militär erhalten, mit Büros auf Luftwaffe und Armeestützpunkten sowohl in Großbritannien als auch in Übersee und mit der Beteiligung am Joint Operations Meteorology and Oceanography Center der Königlichen Kriegsmarine. Die ersten 5 Direktoren des Met Office waren allesamt Fellows der adeligen Wissenschaftsgemeinschaft Royal Society und wurden für ihre Dienste zum Wohle des Empires geadelt. Sir William Napier Shaw, Fellow der Royal Society, Präsident der Royal Meteorological Society, zum Ritter geschlagen von König George V. Sir Graham Sutton, Fellow der Royal Society, Präsident der Royal Meteorological Society, zum Ritter geschlagen, arbeitete in dem berüchtigten Chemie- und Biowaffenzentrum Porton Down an der Frage, wie das Wetter den Einsatz von Kampfgas beeinflusst, sowie an den Tests für den massenhaften Einsatz von Anthrax gegen Deutschland. Er forschte später an Radarsystemen und wurde Professor of Mathematics beim Royal Military College of Science. Sir Basil John Mason diente in der Radarabteilung der britischen Luftwaffe. Fellow der Royal Society, Präsident der Royal Meteorological Society, zum Ritter geschlagen. Sir John Theodore Hutton, Co-Vorsitzender der Arbeitsgruppe des Klimarats IPCC. Hauptautor der ersten 3 großen IPCC-Sachstandsberichte. Teilte sich mit Al Gore den Friedensnobelpreis. Gründer und Honorary Scientist des Hadley Center für Klimavorhersagen und Forschung. Zum Ritter geschlagen, Fellow der Royal Society, Präsident der Royal Meteorological Society. Julian Charles Rowland Hunt, Baron Hunt of Chesterton. Professor für Klimamodellierung am Department of Space and Climate Physics und Department of Earth Sciences am University College London, Fellow der Royal Society. In einem Artikel im australischen Daily Telegraph vom November 2006 wurde Sir Hutton, der Hauptautor der ersten 3 großen IPCC-Sachstandsberichte, mit den folgenden Worten zitiert: Wenn wir keine Katastrophen ankündigen, wird niemand zuhören. Dieses Zitat war keine akkurate Wiedergabe der Worte von Hutton und stammte auch nicht aus dessen Buch. Schließlich fand man im Sunday Telegraph folgende direkte Aussage von ihm: Wenn wir in Zukunft eine gute Umweltpolitik wollen, müssen wir eine Katastrophe haben. Das ist wie die Sicherheit im öffentlichen Verkehr. Menschen agieren nur dann, wenn es einen Unfall gegeben hat. In Nature Magazine schilderte er 2008, wie das IPCC-Meeting in Madrid 1995 unter seiner Führung ablief, ohne dass es letztendlich kein Kyoto-Protokoll gegeben hätte, also der erste internationale Vertrag mit verbindlichen Zielen für den CO2-Ausstoß. Zu den Teilnehmern des Treffens gehörte die NGO Global Climate Coalition, die die Interessen der großen amerikanischen und internationalen, auch arabischen Ölkonzerne vertrat. Man kämpfte um die einzelnen Sätze in der anvisierten Kurzfassung Summary for Policymakers des nächsten IPCC-Sachstandsberichts, denn Abgesandte aus Saudi-Arabien und Kuwait wollten bestimmte Formulierungen abschwächen,
über das Maß an Gewissheit, das die Wissenschaftler über die Ursachen des Klimawandels äußerten. Die Vertreter der USA beanstandeten unter anderem den Beginn des 8. Kapitels und bewirkten Änderungen. Hinterher beschwerte sich die Lobbygruppe Global Climate Coalition von den Ölkonzernen in der Presse, dass der IPCC den finalen Text nochmals angepasst hätte. Laut Houghton sei dies aber eine durchsichtige, fiese Propagandakampagne gewesen, mit der die Ölindustrie die öffentliche Meinung darüber hinwegtäuschen wollte, dass Wissenschaftler aus der ganzen Welt unabhängig voneinander und unabhängig von nationalstaatlichen oder privatwirtschaftlichen Interessen sich einem Konsens annäherten über die globale Erwärmung. Da haben wir also wieder das Märchen von den Underdogs, die gegen die böse Ölindustrie und die rechte Politik antreten und sich mit der strahlenden Wahrheit dennoch durchsetzen. Sir Houghton, der geadelte Märchenonkel, wurde im Jahr 2000 ein Trustee der Stiftung des Öl- und Gaskonzerns Shell, der auf den Hochadel zurückgeht. Diese Stiftung erklärt, wohltätig zu sein und nichts zu tun zu haben mit den Ölprofiten, geriet aber in Verdacht, einen britischen Minister bearbeitet zu haben im Hinblick auf ein Multimilliardengeschäft namens Sakhalin 2. Sir Houghton verstarb 2020, vermutlich an den Folgen einer Infektion mit dem SARS-2-Coronavirus. Er war auch der Begründer des Hadley Center für Klimavorhersagen und Forschung am Hauptquartier des UK Met Office, das de facto immer noch zum Militär gehört. Benannt wurde das Hadley Center nach einem Meteorologen, der einst für die Royal Society Wetterdaten interpretierte und später zum Fellow ernannt wurde. Welcome to the Mobile Met Units in Camp Bastion, Afghanistan. Now, members of the Mobile Met Units are Met Office forecasters who deploy in uniform and come on operations. Now, just like in World War II, the Met Office here, the Mobile Met Units provide vital information to commanders on the ground to gain the weather advantage. So this is our weather station, and you'll find these weather stations actually all over the United Kingdom and across the world as well, actually. And it's our portable one that we can bring away with us on operations and on exercise. And this is the kit, essentially, that we measure the weather with. The weather can affect many different types of operations, from helicopter movements to other aircraft movements to troops on the ground. They can be affected by heat. So the weather is vital. And in fact, to demonstrate that, it's the first thing that pilots and senior commanders do on a briefing is get the Met brief. So we are the first people up on the podium presenting what the weather is going to be for the day. And that can dictate what they do on that day. So it can change their plans depending on what the weather's going to do. The technology has changed, and we've got supercomputers which produce the forecasts that we use today, not only in Afghanistan, but across the United Kingdom as well, and even across the world, which the Met Office forecasts for. So that technology is much, much better than it was. And a key part of that is satellites. We've only recently introduced satellites, so that has changed the way we forecast as well. Das Hadley Center ist eines der führenden Zentren für die Erforschung wissenschaftlicher Fragen im Zusammenhang mit dem Klimawandel und arbeitet eng mit dem IPCC zusammen, der selbst keine eigenen Forschungen betreibt. Das vom Hadley Center entwickelte Klimamodell HadGEM liefert Klimavorhersagen, die im Prinzip an den IPCC durchgereicht und von jenem übernommen werden. HadGEM 1, die Abkürzung für Hadley Center Global Environmental Model Version 1, wurde im vierten IPCC-Sachstandsbericht zum Klimawandel verwendet. Die aktuelle Version ist HadGEM 3. Zu Beginn war die Modellierung so schlecht, dass Ozeane so abgebildet wurden, als seien sie so tief wie Pfützen, obwohl der Großteil der angeblich vom Mensch verursachten Erwärmung in den Ozeanen landet. Die angesehene Publikation Nature veröffentlichte 2010 einen Einblick in den Alltag im Keller des britischen Militärs, wo der Supercomputer steht, auf dem HadGEM läuft. Am Tor des Gebäudes in Exeter in Südengland steht zwar UK Met Office, aber es handele sich um Gelände des Verteidigungsministeriums. 27 große Kästen berechneten zu dem Zeitpunkt für den nächsten IPCC-Bericht eine Simulation des Klimas bis ins Jahr 2100. Weil die Computer-Klimamodelle immer komplexer werden, indem sie versuchen, mehr Details der Natur abzubilden, können die Fehlerquoten immer größer werden, heißt es von dem Autor des Berichts im Magazin Nature.
Erst das Modell HAGEM 2ES konnte überhaupt erst Ebbe und Flut simulieren und den Ozean bis in 5000 Meter Tiefe darstellen. In einer früheren Version des Modells war das Leben eine Art grüne Schicht, wie die Textur in einem Videospiel mit veralteter Grafik. Dann gab es unterschiedliche, aber starre Vegetation und erst später dann Vegetation, die sich wirklich verändert. Wolken konnte man 2010 überhaupt nicht modellieren, also behalf man sich mit mathematischen Schätzungen für alle einzelnen Blöcke, in die man die Welt aufgeteilt hatte. Es heißt, Parametrisierungen sind ein notwendiges Übel, das Fehler in Modelle einbringen kann. Noch ärgerlicher sind jedoch die zufälligen Fehler. Nur ein einziges falsch eingegebenes bisschen an Daten kann das ganze System durcheinander bringen. Als die Wissenschaftler am Hadley Center beispielsweise zu wenig Pflanzen an bestimmten Stellen voraussetzten, kamen völlig absurde Endergebnisse bei der Berechnung heraus. Testweise kann man zwar versuchen, den Ist-Zustand der Welt abzubilden und in die Vergangenheit zurückzurechnen. Aber in der weiter entfernten Vergangenheit gab es keine Messstationen, sondern man schätzt nur die damaligen Bedingungen mit umstrittenen Ersatzdaten, sogenannten Proxys, wie Baumringe. Es gibt auch leider keine Zeitmaschine, mit der man in die Zukunft und wieder zurückreisen könnte, um Messdaten aus dem Jahr 2100 zu beschaffen, damit man jene abgleichen kann mit der Computersimulation. Würde man stattdessen eine Software entwickeln für die Steuerung eines Automotors, könnte man jederzeit messen, ob die Software korrekt arbeitet. Will man eine Software programmieren, die die Zukunft in einem chaotischen, nonlinearen System wie dem Erdklima vorhersagen soll, gibt es keinen Weg, um mathematisch exakt zu kalkulieren, wie genau oder ungenau die Vorhersage ist. Natürlich verfügen auch andere Länder über Supercomputer und Klimamodelle, aber diese sind dem Hadley Center deutlich unterlegen. Wenigstens, so wird versichert, berücksichtigt der IPCC auch diese anderen Modelle. Die Modelle, so der Autor in Nature, sind das einzige Werkzeug, das für Vorhersagen zur Verfügung steht. Im Hadley Center scherzen einige Mitarbeiter, dass Modellentwickler irgendwann versuchen werden, Panda-Bären in ihre Simulationen einzubeziehen.